Jan, gestern 2:1 Sieg gegen Greuther Fürth und du mit 2 Toren mit der Matchwinner. Gib uns Einblick in deine Gefühlswelt. Ja, das ist natürlich pure Freude, also der Mannschaft so helfen zu können mit 2 Toren und vor allem so ein Spiel, was für mich persönlich auch ein ganz besonderes Spiel ist, so gut bestreiten zu können, ist natürlich schon ein sehr schönes Erlebnis und das ist ja eigentlich auch der Grund, warum man Fußballer wird, weil man einfach diese Freude spüren will, wenn man Spiele gewinnt und das, denke ich, haben wir jetzt diese Saison eigentlich ziemlich gut über die Bühne gebracht. Du hast es gerade angesprochen, du hast auch längere Zeit bei Greuther Fürth gespielt und dann jetzt mit diesen 2 Toren in Ronhof. Inwieweit ist das wirklich was Besonderes für dich? Ja, also ich bin auf dem Platz draufgelaufen und habe mir gedacht, es ist das alte Wohnzimmer. Ich habe viele Spiele auf dem Rasen bestritten, habe auch viele Tore auf dem Rasen gemacht. Und das Gefühl, dort zu treffen, kannte ich schon. Aber es ist natürlich schon auch so ein Zwiespalt gewesen, als ich dann das erste Tor geschossen habe, wusste ich nicht genau, soll ich jetzt jubeln, soll ich mich ein bisschen zurückhalten. War dann, glaube ich, so ein Mittelding. Ja, und beim zweiten Tor, da sind dann alle Dämme gebrochen. Da dachte ich einfach nur, geil, sowas habe ich noch nie erlebt. Und das war einfach geil. Du bist ja eingewechselt worden für Sebastian Stolze in der Halbzeit. Ich glaube aber, Stolle war einer der ersten Gratulanten nach dem Abpfiff. Auch so ein besonderes Zeichen für diese intakte Mannschaft. Ja, ich habe vor dem Spiel Stolle nochmal motiviert. Ich habe zu ihm gesagt, Stolle, du hast es absolut verdient zu spielen. Zeig, was du drauf hast, gib Gas und wir werden sehen, was dann passiert. Ich glaube, er gönnt mir auch dann, dass ich die 2 Tore gemacht habe. Aber wie gesagt, wenn der Stolle die Tore gemacht hätte, hätte ich mich genauso gefreut. Jetzt 44 Punkte. Da kann man durchaus zufrieden sein. Ja, unzufrieden sind wir nicht. Also vor der Saison sagt man ja normalerweise, 40 Punkte müssen reichen. Jetzt haben 40 Punkte eventuell nicht gereicht. Jetzt haben wir 44. Mal schauen, was noch drin ist.